Heute reden wir über die gültige Kniebeugetiefe bei der IPF. Prinzipiell ist es so, dass die Hüftkerbe unter dem Knie sein muss. Hier kann man das recht gut erkennen. Die Hüftkerbe ist eindeutig unter den Knien. Wie leicht das zu erkennen ist, hängt sehr stark von der Form der Oberschenkel ab. Hier sehen wir eher gerade Oberschenkel und hier erkennt man schon schwieriger, ob die Hüfte unter den Knien ist. Wenn die Oberschenkel hingegen geschwungener sind und mehr Rundung aufweisen, dann sieht es schneller so aus, als ob die Hüfte unter dem Knie ist. Sie muss aber trotzdem eindeutig unter dem Knie sein. Parallel ist meistens nicht ausreichend. In diesem Video kann man jetzt sehr gut sehen, dass die Hüfte maximal auf Höhe der Knie ist. Das ist zum Beispiel nicht ausreichend für die IPF. Dieser Versuch würde ungültig gegeben werden.